Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Dem Podcast für alle, die in ihrem Leben etwas ändern und verbessern wollen, um glücklicher, gesunder und erfolgreicher zu sein. Mein Name ist Martin Witschier und das ist mein Podcast Nummer 28. Und der Titel dieser Solo-Episode lautet: Was sollen denn die anderen denken? Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum es total egal ist, was die anderen denken. Bleib also dran, wenn du Lust darauf hast, mehr darüber zu erfahren und wie ich darüber denke. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witschier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Ja, schön, dass du dabei geblieben bist. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum dieser Satz, was sollen denn die anderen denken, sowas von egal ist. Und vielleicht wirst du im ersten Augenblick denken, ja, der Martin Mitchell macht sich das aber einfach. Man kann doch nicht einfach so für sich in den Tag reinleben oder man kann sich doch nicht so verhalten, als wäre alles andere egal. Aber ich bin immer noch in Österreich hier und ich habe jetzt hier ein Seminar. Der Vortrag ist vorbei und ja, da sagte mir ein Seminarteilnehmer, Herr Mitchell, ich habe da einen guten Vorsatz, den will ich in die Tat umsetzen, aber verdammt nochmal, was sollen denn dann die anderen denken? Und da dachte ich mir, darüber muss ich jetzt einen Podcast machen, eine Solo-Episode. Und hier ist sie. Mir hat man das als Kind auch immer gesagt, was sollen denn die anderen denken? Nicht auffallen. Und ich habe als Kind, habe ich immer gedacht, hinter den Fenstern bei uns in der Straße stehen die Nachbarn und gucken auf mich und bewerten mich oder werten mich sogar ab. Und diese Aussage von Eltern, und überleg mal vielleicht, ob du das deinen Kindern auch schon gesagt hast, also ich hüte mich davor, was löst das bei dem Menschen aus, dem man das sagt? Der glaubt ja, dass die anderen wichtig sind, das ist das erste Mal, das zweite ist es, dass wichtig ist, was die denken, und das dritte ist ja, es sorgt ja dafür, dass wir bei vielen unseren Entscheidungen immer wieder nachdenken, was sollen denn die anderen denken? Also ich weiß es noch, als ich mir meinen ersten größeren Wagen gekauft habe, diese Frage, wie gehen die Leute jetzt damit um, dass ich jetzt so ein Auto fahre, der ehemalige Polizist? Wie viele Gedanken ich mir darüber gemacht habe? Ja, und das Thema ist, es gibt Leute, die gar nicht darüber nachdenken, denen ist das egal. Und dann gibt es die, die sich darüber aufregen, und das waren dann meistens die Neider, die so einen Wagen selber auch gern gefahren hätten. Und immer dann, wenn diese Frage dir durch den Kopf geht, was sollen denn die anderen denken, dann stell dir mal die Frage, wer sind denn die anderen? Weil ab und zu mache ich das mal bei Vorträgen oder Seminaren, sage ich, guten Tag, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen, weil Sie sind die Leute, von denen meine Eltern immer gesagt haben, die anderen. Und dann gucken die Leute immer etwas verdutzt, aber das ist es ja in der Tat. Wer sind denn die anderen? Wer hat das denn definiert? Auf wen soll ich denn jetzt achten? Auf Männer, auf Frauen, auf große, auf kleine Menschen, auf Selbstständige, auf Angestellte? Wer sind denn die anderen? Und ich will dir mal drei Dinge heute mitgeben, die mein Leben in Bezug auf diesen Glaubenssatz, auf diese Botschaft verändert haben. Und das erste war, einmal am Tag etwas zu tun, nämlich ganz bewusst zu tun. Das musst du jetzt nicht den Rest deines Lebens machen, aber immer wieder mal Dinge zu tun, wo man ganz bewusst herausfordert, was die anderen denken. Du kannst zum Beispiel mal hingehen und setzt dich im Zug hin, setzt einen Kopfhörer aus und fängst dann mal an zu singen, obwohl gar keine Musik ist, auf deinem Kopfhörer und einfach so, she loves you, yeah, yeah, yeah.
Und dann schau dir mal an, was die Leute machen. Dann stößt dich spätestens einer an und sagt, ja, hallo, Sie singen. Ja, aber wo ist das Problem? Oder mach das mal, geh mal durch die Fußgängerzone von Jens Korsen, habe ich diese Idee, ich finde die super gut, ich habe die auch schon vielen Managern gemacht. Und geh einfach durch die Fußgängerzone, nimm beide Arme ganz nach oben. Und wenn du dann noch alle 100 Meter hochspringst und rufst, Juppidu oder Kuckuck, dann ist die Frage, wer hat das Problem? Die anderen. Aber was kümmert dich das? Wenn ich in Köln über die Hohe Straße gehe, da laufen mir Tausende von Menschen entgegen, mit denen ich nichts zu tun habe, die mich nicht kennen. Ja, und ist doch egal, was die denken. Aber wie viele Entscheidungen triffst du oft, wenn du dir Dinge kaufst oder Dinge eben nicht kaufst, wenn du Dinge tun willst und nicht tust, immer wieder vor diesem Hintergrund, was sollen die wohl denken? Und es ist total egal. Wenn du im Edeka stehst und da sagt jemand, könnten Sie mich vorlassen? Sag einfach mal nein. Sag einfach mal, wissen Sie, ich lasse nur dienstags Leute vor. Und dann guck mal, wie die Leute reagieren. Wie, nur dienstags? Ja, nur dienstags. Ist bei mir so eine Regel. Ich gebe ja so Tipps immer Seminarteilnehmern und das Fantastische ist, wenn man bei Follow-ups ist oder sie wieder trifft und sagt, Herr Witsche, ich habe das mal aufprobiert. Mein Nachbar, der das mitbekommen, der hat mich angehauen und hat gesagt, bist du denn verrückt? Was machst du denn da? Und am Ende fand das dann cool und sagt, hey, ich probiere das auch mal aus. Du kannst auch das Taubstummenspiel oder das Gehörlosenspiel spielen. Du kannst auch das Spiel spielen, was ich mit meinem Sohn öfter mache. Papa, wir müssen noch Batterien für dein Hörgerät kaufen. Ja, und wenn du das jetzt hörst, und dir jetzt genau die Frage stellst, Mensch, wenn ich das mal mache, also ich rufe dann ganz laut, Elias, wir müssen auch an die neuen Batterien für mein Hörgerät denken. Ja, und der sagt dann, Papa, schrei nicht so laut. Und dann sag ich, was hast du gesagt? Und wenn du das jetzt hörst, während ich dir das erzähle und dir dann vorstellst, wie das sein möge, wenn du es tust und dir dann dabei schlecht geht, dann ist das genau das, was sollen denn die anderen denken? Aber wenn du das mal schaffst und dir das egal ist, dann bist du frei. Dann kannst du in Zukunft viel freier entscheiden, was du tun willst. Und ich weiß noch, als ich darüber nachgedacht habe, bei der Polizei zu kündigen, wie viele Leute gesagt haben, das sei verrückt. Und wenn ich die gleichen Leute heute wieder treffe, die noch Kollegen sind, die dann sagen, ach, hattest du es gut und hätte ich das doch nur auch gemacht, ja, das waren meistens die gleichen Leute, die mich für verrückt erklärt haben. Was sollen denn die anderen denken? Die anderen sind die Masse. Wenn ich mal überlege, dass die Gallup-Untersuchung herausbringt, dass mehr als 50% der Menschen, die zur Arbeit gehen heute Morgen, also du wirst jetzt am Wochenende diesen Podcast hören, dass die ihren Körper zur Arbeit tragen, weil sie für ihre Anwesenheit Geld bekommen. Die Zufriedenheitsstudie sagt, 50% hassen ihren Job, haben keinen Bock auf ihren Job, stehen morgens trotzdem auf. Das sind die anderen. Und dann gibt es sogar 5-10%, die bewusst destruktiv im Job sind, die Dinge kaputt machen. Ich war geschockt. Die schütten Cola in den Drucker. Das sind 95%. Unserer täglichen Reaktionen sind unterbewusst und unbewusst. Das heißt, wenn du nicht hingehst und dir ab und zu mal Inputs von außen holst, und du tust es ja gerade, du hebst dich ja schon von der Masse ab, du hörst ja Podcasts zu diesem Thema Upgrade Yourself. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich nie damit beschäftigen werden, die niemals den Bock haben, über sich nachzudenken, über Leben nachzudenken, sich die Frage zu stellen, will ich meinem Leben eine Richtung geben, die ich entschlossen habe, die ich dem geben will, die sich entwickeln wollen, die gucken wollen, was ist denn da drin in mir, was noch auf Entdeckung wartet. Und da gibt es so, so viele, die das nicht tun. Und dann gibt es die ganz wenigen, die das tun. Also es ist erschreckend, wie wenig Menschen sich mit persönlicher Selbstentwicklung beschäftigen. Und das Spannende ist, und das sagte mir auch der Verlag beim ersten Buch, es sind viel öfter die Frauen als die Männer. Also ich weiß, viele meiner Leser des ersten Buchs haben gesagt, Herr Witsche, ich habe das mit nach Hause genommen und meine Frau hat es noch vor mir gelesen.
ist Wahnsinn, ne? Aber wie wenige Leute, und das sind die anderen, die unreflektiert, Bildzeitung lesend, mal um eine Pauschale zu ruhig mal reinzubringen. Auch dazu habe ich den Mut, ja, sich zu positionieren, heißt auch auszuhalten, dass ein paar Leute das doof finden. Das sind nämlich die anderen, die das doof finden. Aber es gibt genügend, die das gut finden. Und das heißt auch den Mut haben, sich zu positionieren. Ich fand das sehr schön in einem Podcast von Dirk Reuter, wie er sagte, du musst auch sagen, was du nicht bist oder wogegen du bist. Das heißt positionieren. Ja, dann wird es die anderen geben, die dann rebellieren. Und die braucht es aber auch. Und früher dachte ich immer, oh Gott, da sind ein paar, die rebellieren. Bis ich irgendwann mal einen Satz gehört habe, der sagte, am Anfang ignorieren sie dich und nehmen dich nicht wahr. Und dann kommt irgendwann die Phase, da fangen sie sich an zu bekämpfen. Und wenn die vorbei ist, dann bewundern sie dich. Und das sind die anderen. Das sind die, die dich ignorieren und am Ende bewundern. Und dazwischen musst du aushalten, dass du auch mal bekämpft wirst. Dass auch mal bei Facebook irgendjemand einen Kommentar raushaut. Wie kann man sich denn Experte nennen, obwohl man das nicht studiert hat. Jetzt ist es bei mir halt zum Glück so. Aber wenn ich diesen Shitstorm manchmal höre von anderen Leuten und wenn ich mir vorstelle oder wenn ich weiß, wie viele Menschen im Selbststudium sich Wissen angeeignet haben, ohne dafür ein Diplom zu haben, dann muss ich sagen, ja, das sind die anderen, die ihre eigenen Maßstäbe als die Wahrheit nach außen kommunizieren, die ihre Wahrnehmung als Wahrheit nehmen. Und die vergessen dann, dass ihr Wahrnehmungsfilter von den 4 Millionen Bitrates, die sie pro Sekunde auf sie einströmen, dass sie da einen Filter haben und nehmen nur 40 bewusst wahr. Und das ist dann ihre Wahrheit. Ja. Deswegen gibt es so einen schönen Spruch, wir können erst anfangen, uns auszutauschen, wenn wir aufhören, das für wahr zu halten, was unsere Wahrheit ist. Es gibt so viel Wahrheiten wie Menschen auf der Welt. Und das sind dann die anderen. Und deswegen ist ja die Frage, warum ist es denn so wichtig, was die anderen denken? Und ich habe mir Folgendes geschworen. Es gibt die anderen, deren Meinung mir wichtig ist. Das sind Menschen, deren Rat ich schätze. Aber ich frage dir um Rat, aber ich gehe meinen Weg. Und dann gibt es die, die da sind, wo ich hin will. Das sind die Menschen, die mich interessieren, deren Mindset interessiert mich. Und ich frage mich weniger, was sollen die anderen denken, sondern immer dann, wenn ich Entscheidungen treffen möchte, auch wenn ich spüre, dass ich mal zögere, auch ich habe mal Angst, dann frage ich mich immer, was denken und fühlen die, die da sind, wo ich hin will. Und das sind für mich die anderen, die mich interessieren. Ich möchte nicht die Bewunderung dieser Menschen. Mir ist es egal, was auch die von mir denken, aber mich interessiert nicht, was sollen denn die anderen denken, sondern wie denken die anderen, die da sind, wo ich hin will. Das war mal so ein kurzer Input von 13 Minuten, sehe ich hier auf dem Timer. Es war mir einfach mal ganz wichtig, weil ich höre so viele Menschen da draußen, die mir dann immer erklären, ja, Herr Wittscher, ich würde gerne, ja, Sie haben einen spannenden Lebensweg und ja, das ist ja sehr mutig, eine Lebzeitbeamtung aufzukünden. Und ich sage dir eins, es war nicht immer leicht, aber es hat sich gelohnt. Ich würde es immer wieder so machen und egal, was die anderen denken. Deswegen überleg mal so zum Abschluss, was wolltest du immer schon mal tun? Und sei es, dass du dir irgendeine verrückte Jacke anziehen wolltest oder dass du irgendeine Fete machen wolltest, wo du sagst, alle verkleiden sich als Vampire. Ich weiß nicht, was du für eine, in Anführungszeichen, verrückte Idee schon in deinem Leben hattest und sie leider nie umgesetzt hast, weil du immer gedacht hast, was sollen denn die anderen denken? Ich wünsche dir eine schöne Woche, ich wünsche dir einen schönen Tag und mach einmal am Tag etwas ganz bewusst, um dann zu spüren, es ist so egal, was die anderen denken. Dein Martin Wittscher. Ciao. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwittscher.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg@martinwittscher.de. Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Wittscher.